Hallo. Hallo. Hier sind wir wieder und endlich mit einem Spiel. Juhu. Du willst wissen, ob Shiny bei... Nö. Weißt du schon, wo es spielt? Okay. Nö, weiß ich natürlich nicht. Aber du wolltest ja deswegen auf die ESL-Seite. Das war meine Frage. Ja, ich wollte nochmal in das Team reinfahren, in den Red Ants. Ja. Würde ich einfach nochmal ein, zwei andere einladen. Das kannst du natürlich sehr gerne machen. Danke. Vielen Dank, Raptor Chief, für dein Hosting. Es lädt hier. Er spielt aber auf jeden Fall, ne? Also, ich weiß halt nicht, wen willst du jetzt einladen, ne? Es sind zu viele. Jo, leider von Paul, ne? Ja, wird schon kommen. Da bin ich doch recht frei. Nein. Member sind's. 6 Hours. Lad auf jeden Fall die ein, die am kürzesten Member sind. Die werden wohl fürs Spielen drin sein. Ganz blöd gesagt. Nimmst du den hier? Ja. Unterstrich X V große I ist 2. Ja. So, also wir laden die Spieler ein. Das Team von Getting Boosted by Back to Copper ist schon da. Ja. Sie spielen auf der anderen Seite, das werde ich dann aber gleich zum Schluss machen. Was uns noch fehlt, ist das Team Red End. Aber die haben jetzt auch recht lang gewartet. Also die sind wahrscheinlich jetzt auch froh und werden sich jetzt erstmal wieder sammeln müssen. Vielleicht zocken sie auch gerade noch irgendeine Runde Ranked oder sonstiges, um am Ball zu bleiben. Ich kann hier kurz mal den Namen noch ansprechen. Ja, mach du das mal. Das ist eine gute Idee, Bene. Das ist eine gute Idee. Wir freuen uns aber jetzt sehr auf das Match. Endlich auch wieder spielen. Streamen. Das hat schönen guten Abend. Hat doch jetzt eine lange Zeit. Anaki ist auch da. Ja, und da kommt schon der erste Spieler. Das sieht doch gut aus. Hi, servus, grüßt euch. Erstmal Glückwunsch fürs Erreichen der nächsten Runde. Es hat sich ja anscheinend ein bisschen hingezogen. Da gab es ja irgendwie Protest und da haben die doch gebannt oder was. Oh, eine Katastrophe. Okay. Ja gut, aber der Gegner scheint hier jetzt ein bisschen schneller zu sein, weil die sind jetzt auch schon drin, zum Glück. Ich habe jetzt nämlich einfach mal wild alle von denen eingeladen. Habt ihr schon Map-Bahn gehabt? Ah, okay, perfekt. Okay, perfekt. Welches ist es? Wir spielen Border. Border. Das ist immer gut. Okay, top. Dann warten wir, bis ihr alle da sind. Machen wir kurz eine Mannschaftsaufstellung. Ich weiß nicht, ob ihr das bei uns schon kennt, aber ja, zieht kurz eure Stats vom Server. Ich stelle dann euch kurz vor und dann geht's los. Aber eigentlich müssten ja die meisten, die sich ein bisschen mit Rainbow Six und Deutschland auskennen, euch kennen. Ansonsten gucken wir mal. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Kommt gerne ins Stream. Und dann hören wir uns später. Bis später. Ciao. So. Das hast du sehr schön gesagt, sehr schön gemacht. Ich mach noch mal ganz kurz hier. So, du darfst gerne ein bisschen was erzählen. Zwei starke Teams. Ja, also die jetzt hier antreten. Ja, Back to Copper sind bekannt aus den Siege Masters. Allerdings haben die hier wohl eine kleine Mischung gemacht, weil hier spielen auch Jungs von den White Tigers mit. Also wir haben hier den Schrader dabei, den Killer Dede, dann den Crazy Doctor, den Kopfkiller und Shiny. Also das ist auf jeden Fall eine saftig gute Truppe. Und die spielen jetzt als deutsche Vertretung gegen ein Team aus Frankreich, gegen Red End. Ja. Und die haben sich in der letzten Runde gegen Orbital Gaming durchgesetzt. Also da das war ein spannendes, sehr, sehr haarscharfes Match, wenn ich das richtig miterlebt habe. Also mir wurde live geschrieben, wie gerade so der Stand ist, dann ist Orbital Gaming ausgeschieden. Ja, also alles hier starke Matches, die wir heute Abend sehen. Wird geil. Punkt. Ja, ja, wird auf jeden Fall. Das wird jetzt auf jeden Fall ein richtig geiles Teil. Wird ein Keine richtig Frage. Nices Ding, meinst du? Das wird ein köstliches Game. Richtig, richtig nice. Kannst du ja schon mal von den Jungs, von den Franzosen schon mal ein paar Stats ziehen, wenn du Lust hast. Le Vur du Noob, der Rainbow Six. Können wir ihn einfach nur Noob nennen? Nee. Ich denke, das ist nicht nett. Ja, nee, ist nicht nett, aber es wird echt schwierig auszusprechen. Le Vur? In der Zeit sind schon 3 weitere Kills gefallen, hast bis ich das ausgesprochen habe. Ich hatte es genau ein halbes Jahr lang und war dann. Ich hatte es gar nicht. Und war dann sehr froh, es abgewählt zu haben. Das sieht aber nicht gut aus. Hier funktioniert's. Hier auch wieder. Ich dachte gerade, dass wir leider keine Stats sehen, aber wir sehen sie.
Das sieht bisher gut aus. Sehr gut, weil dann machen wir gar nicht lang rum. Wir gehen direkt in die Mannschaftsaufstellung und gucken uns an, wen wir jetzt hier gegen wen am Stissel haben. Also es spielt Deutschland-Frankreich. Wir haben quasi ein Länderspiel hier bei uns auf Game Catering in der ESL. Und gar nicht lang schnacken, nicht mehr Kopf in den Nacken, sondern Pistolenkugel an den Kopf. Jetzt. Los geht's. Los. Lass go. So, und wir schauen uns doch jetzt mal an, was wir haben. Ich stelle euch die Jungs von Get It Boosted bei Back to Copper vor. Und Andi dann die Jungs aus Frankreich, die Jungs von Red End. Und zwar schickt Back to Copper, beziehungsweise Getting Boosted bei Back to Copper, folgende 5 Spieler ins Rennen. WDZ Strada, Killer Dede, Crazy Doctor, Cop Killer und Shiny. Gesamt-KD von den Jungs ist 1,45, Winrate ist 79,9%. Und ja, bei Red End, Andi, wie sieht's denn da aus? Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und bei Red End gehend ins Spiel. Einmal Panaki, dann du kannst den Namen so schön aussprechen. Ich bin Elevure de Nup. Elevure de Nup. Aha, okay. Dann der Argo Juve, dann noch Bele und der Attaco. Und zusammen gehen die mit einer KD-Rate, Gesamtrate von 1,39 ins Rennen und einer Winrate von 67,06%. Ich glaube, das wird hier ganz, ganz, ganz spannendes Match. Ja, wir haben sehe ich da oben, dass das Rade eine Winrate von 100% hat, aber er ist nicht gerankt. Ja, das ist richtig. Genau. Ja, wir können aber kurz auf das noch eingehen, weil bei den Jungs aus Frankreich fehlen noch 3 Haken. Das heißt, wir gucken uns kurz Rade an. Level 128, aber der wird wahrscheinlich mehr als einen Account haben. KD-Rate 1,86, Freunde, Winrate 100%. Killer-Dede haben wir hier, Level 374, KD-Rate 1,52, Winrate 87,65%. Der müsste mich mal mit in den Rang nehmen. Dann haben wir den Crazy Doctor, Level 223, KD 1,26, Winrate 71,67%. Dann haben wir den Cop-Killer, Level 244, KD 1,18, Winrate 66,23%. Und den Shiny 1337, Level 320, KD 1,42, Winrate 73,85%. Dann gehen wir runter. Panaki hat ein Level von 72, KD-Rate von 1,42 und einer Winrate von 73,33%. Dann der Elevure de Noob hat ein Level von 236, KD-Rate 1,63 und eine Winrate von 62,56%. Der hat einfach einen zu langen Namen. Dann kommt der Argo Juve 14 mit einem Level von 276, KD-Rate 1,44, Winrate 63,75%. Red End Bele 3, Level 155, KD-Rate 1,16 und eine Winrate von 65%. Und zum Schluss noch Attaco 27, Level 270, KD-Rate 1,29 und Winrate von 70,67%. Und somit gehen wir in Spiel. Joll, so machen wir es. Muss die ESL-Sache mal einblenden. Eingeblendet. Da, 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 da. Da, 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 da. Red End hier zuerst blau. Getting boosted. Orange. Genau, wenn du jetzt noch hier neben noch einen Chat einblendest, ist alles richtig. Das mach ich nur für dich. Das hört sich toll an. Ich gucke noch was. So, ich bin gespannt. Wir haben lang warten müssen, aber jetzt ist es soweit. Kenno von WTZ. Servus Erdnuss. Erdnuss. Okay. Ja, und falls wir englischsprachige Zuschauer haben, schreibt uns einfach mal rein. Wir versuchen das natürlich gerne ein bisschen mit zu berücksichtigen. Blitz ist als erstes raus. Stani. Ja, Stani. Ja, war auf jeden Fall eine lange Zeit. Also seit der neuen Season da, weiß ich nicht. Also man sieht nicht mehr so häufig wie vorher. Ja. Kommt dann immer noch an, welche Map. Und auf die Teams kommt es auch ein bisschen an. Ich weiß gar nicht, ob die sich kennen jetzt. Wenn die spielen ja öfter ESL, kann schon sein, dass sie sich schon mal im Weg gelaufen sind. Aber es wird auf jeden Fall ein geiles Match. Also wir haben lange gewartet. Wir sind jetzt auch im 16. Finale, ist das richtig? Mhm. Tut mir leid, ich habe hier gerade das Ding weggezogen. Vor lauter Schreck. Blackbeard, wir sind im 16. Auch aus. In Runde 16. Das heißt, ja, danach gibt es noch 3 Matches. Ja. Dann ist der Hase durch. Clash ist raus. Wenn sie es Hoppelhäs können. Und dann sind wir gespannt, wer der Letzte wird. Auf seitens von Getting Boosted by Back to Copper. Machst du alles kaputt hier? Ja, ich merk's. Also, ich stelle mich gerade ein bisschen dämlich an. Wieder, ja? Hier ist auch noch ein Päckchen. Kannst du dir alles rein? Ja. Piffidi-Paffidi. Wenn ihr hier was kruspeln hört, Chat ist schon wieder weg, ist ja, dann ist ja auch Andi. Dann ist das hier Gummibärchen. Und der Andi freut sich.
Ja, ja. Waren 90% auch dabei. Ich habe nur 100% gesehen. Ja, aber 100% war Skrader und Fahr 90 war Killer. Ja, ja. Irgendwas, Digga, irgendwas siehste, machen wir da, falsch. Die können das halt besser wie ich. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt hier in die erste Runde. Armory Lockers Archive und die Jungs von Back to Copper sind in der Defense und die Jungs von Red End aus Frankreich sind im Angriff. So sieht's aus. Ich bin mal gespannt. Hibana, Ying, Sledge, Termite, Ash gegen die Valkyrie, die Myra, Bandit, Jäger und den Legion. Und jetzt werden wir sehen, was hier gleich abgeht. Bin richtig gespannt, hab richtig Lust. Also das mit dem Chat ist eine nervige Sache. Da, ich weiß nicht, das müssen wir irgendwie klären. Bleib mal cool. Hast du da Ahnung? Also hast du eine Idee, wie wir das anders machen können? Müssen wir gucken. Aktuell noch nicht. Ich steck's nicht drin. Schauen wir mal. So, dann gehen wir doch mal hier in das erste 16-Finale. Und gucken mal, was Back to Copper hier als deutscher Vertreter mit den Jungs aus Frankreich so anstellt. Ja, aber ich meine, klar, die zuerst Verteidigung, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr dankbarer Start. Immer gut. So kann man erstmal starten und Back to Copper an sich ja schon sehr gut und jetzt noch ein Mixteam aus White Tigers und Back to Copper. Klar, man spielt jetzt vielleicht mit Leuten zusammen, wo man nicht so häufig zusammen spielt, aber es klingt erstmal nicht unbedingt nach einer Verschlechterung, ja, wenn ich so höre, wer da spielt. Du weißt ja, wie das an der Spitze so ist. Ja. Die Spitze ist relativ klein und die kennen sich dann schon gut. Also es klingt auf jeden Fall so, als wäre das nur maximal ein sehr kleines Handicap. Ja, ich glaube gar nicht, dass es ein Handicap. Also die haben sich ja zusammengeschlossen, nicht irgendwie, weil sie das nicht wollen, sondern die mögen sich wohl und die geben jetzt richtig. Dann kann man davon ausgehen, dass sie schon wissen, was sie tun. Aber wir haben auf jeden Fall einen Ying dabei. Das könnte ja mal wieder interessant werden. Aber Orbital Gaming ja auch starten. Red End hat Orbital Gaming geschlagen. Also ich denke, wir werden hier wieder ein spannendes Match erleben. Auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was uns aus Frankreich hier uns zeigen werden. Mal gespannt, wie sie es da machen. Also aktuell haben wir auf jeden Fall drei Jungs von... jetzt hätte ich fast Dings gesagt, Orbital, weil... Entschuldigung. Aber von Back to Copper haben wir hier Nähe Spot, dann haben wir Killer Dede und Strada unten. A Red End ist schnell drin. Ja, ja. Also sie sind schon voll dabei. Es ist ja auch erstmal... Die kommen gerade von allen Seiten gleichzeitig rein, kann das sein? Ja, aber die haben halt die zwei Jungs unten vergessen und das könnte halt gefährlich sein. Jetzt gucken wir mal, was hier Attaco macht. Strada mit dem Entry-Frag hier gegen Bele. Was, glaube ich, auch der Teamleader war, ne? Hat mich zuerst eingeladen? Ja, Strada ist der Team wieder anscheinend. Und Bele meine ich. Achso, das weiß ich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall Killer Dede hier und der aimt heftig auf Attaco ab. Also der wartet da eigentlich nur. Aber Strada hat das geklärt und Killer Dede. 3 gegen 4,5, aber ich denke, hier wird wieder hochgeholt werden. Jetzt muss er aufhalten, jetzt muss er aber gucken, dass er da die. Ja, macht er auch. Gut, passt. 3 gegen 5, oh. Und da wurde auch schon jemand gut erwischt. Auf Red End Seite. Heftig. Oh. Was war das? Ich sehe nichts mehr. Aber das ist ganz schön. Was? Elever du Nüb gönnt sich's Radar. 3 gegen 4. Jetzt gibt's da Druck. Oh, da kommt C4. Das geht frischig rein. Kopfkiller gönnt sich Panaki. Also, haben wir hier ein 4 gegen 2. Oh, Kopfkiller hier, schöner Winkel und er liegt auch. Der liegt auch. Und damit ist nur noch Agoyuva am Schlüssel. Er kann sich Killer den dabei einfahren. 1 gegen 3. 1 gegen 3 hier. Aber der hat jetzt trotzdem Probleme. Gegen 3 Mann, da ist schwierig. Aber starkes, schnelles Movement hier. Ja. Er muss Shiny wird auch rausgezogen von Agoyuva. Schöner Headshot. Aber er muss ja noch planten. Er muss jetzt noch. Aber er gibt nicht auf. Der ist noch voll dabei. Ah, das. Und er hat so gut wie kein Leben mehr. Er muss es sofort ziehen. Dann geht er platt. Er musste es sofort ziehen, ansonsten wäre es jetzt auch gut gewesen, ne? Ja, guck mal, Kopfkiller hier. Wird jetzt gleich hier. Ja predicted. Ja, ich muss mal abhängen, da muss er nicht viel machen. Und da. Ah! Da wartet er nochmal. Crazy Doctor macht's durch die Wand. 1-0 für Heftig. Back to Copper. Schön gespielt. Ja. Schön gespielt. Aber trotz, dass sie am Anfang so in Führung gegangen sind, hat Red End noch auf jeden Fall 2 gute Kills gemacht.
zwei wichtige Kills, aber es hat halt nicht gereicht. Ja, ja, man muss auch sagen, dass natürlich die Jungs von Back to Copper, wenn sie 4 gegen 2 spielen, beziehungsweise 4 gegen 1, dass du dann natürlich ein bisschen aggressiver drauf gehst und dann kannst du auch mal. Also, hier also die Runde war, denke ich, zu dem zu keinem Zeitpunkt hier in Gefahr, das haben sie gut gespielt. Ja, weil gerade in der Verteidigung, du wartest halt, ja, komm dann halt rein. Gehst du mir doch, oh, dann hol halt noch einen von uns, aber komm halt erstmal rein. Ja. Du musst hierher. Ich warte. Ja. Hat funktioniert. Wir geben Bathroom Tellers und Thatcher, Ying, Hibana, Sledge und Ash werden es mit Legion, Myra, Castle, Jäger und Smoke aufnehmen. Ich bin gespannt, was wir in der zweiten Runde sehen. Die erste Runde, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen von Getting Boosted by Back to Copper. Aber das Movement von Red End ist auf jeden Fall auch da. Also die Jungs sind stark. Ist jetzt nur die Frage, wie stark. Du kommst nur so weit, wenn du auch was kannst. Also es ist nicht so, dass du in ja, vor allem haben sie so auch einem Stand genommen. Also Orbital ist jetzt auch nicht irgendeine Laufkundschaft. Zu so einem späten Zustand, wenn du nicht irgendwie die ganze Zeit Freebands bekommst, trittst du nicht mehr gegen Noobs an, sag ich mal ganz hart. Ja. Nee, jetzt gibt es da keine. Jetzt gibt es auf jeden Fall noch stärkere Teams. Das wird sich auch zeigen. Der Gewinner wird hier rausgehen, aber auf jeden Fall hat es jedes Team, das hier verdient, zu spielen. Radio aus. Crazy Doctor killed the Radio Star, sozusagen. Ne? So. Ja, aber gucken wir, wie viele Manses hier von oben verteidigen werden. Ihr Manses zu dritt, ne? Bei dem anderen Match, ja, dann haben sie zu dritt verteidigt. Aber hier ist ja jetzt der Spot. Hier vorne. Bei Talas und Barboom. Gut von oben. Das ja, musst halten. Du, glaube ich, auch zwangsläufig machen, sonst wird es einfach schwierig. Die Frage ist nur, wie gehen jetzt die Jungs aus Frankreich die ganze Situation an? Ich gehe mal davon aus, dass sie das oben massiv angreifen werden, um einfach da zu gucken, dass sie vielleicht von oben nach unten arbeiten können. Was aber natürlich auch jetzt nicht ungewöhnlich ist. Das heißt, die Jungs von Back to Copper werden das natürlich wissen und werden versuchen, da jetzt alles Mögliche zu tun, dass genau das nicht funktioniert. Klar. So, wir können ja mal gucken. Guck mal, wir haben sogar 4 Jungs von Back to Copper hier oben. Also es sind 4 Leute. Und nur Srada ist der Einzige, der unten spielt. Die anderen 4 spielen alle oben und versuchen, das hier oben zu verteidigen. So, jetzt gucken wir mal, was Bele macht. Ah, der geht danach, kriegt aber schon direkt Shots ab. Er muss, man muss da voran. Also, ja. Ja, das ist halt nicht so einfach. Naja, wir gehen dann nochmal lieber in die Drohne rein. Ja, macht Sinn. Macht einfach Sinn. Wird hier gut gedeckt, aber es macht einfach Sinn. Ja, aktuell muss man halt sagen, dass die Jungs von Back to Copper das relativ gut spielen. Die stehen gut, die lassen sich da gar nicht irgendwie auf irgendwelche Mätzchen ein, sondern die gehen wirklich Stück für Stück dann auf den Spot nach hinten und sagen, okay, komm, wenn es denn soweit ist, dann ist es halt so. Schau mal hier, Killer-Dede. Ah, da ist er leider runtergefallen. Ich glaube nicht, dass es wollte. Aber das war eigentlich ein netter Spot. Er hätte da schön nochmal was machen können. Aber jetzt ist der Engel so zu, da kann er nichts mehr machen. Nee. Muss er wieder hoch. Oder umrufen. So, Shiny haben wir noch oben. Der versucht da mal ein bisschen was. Es sind alles Sekunden, die verrinnen, ja, für die Jungs von Back to Copper. Und das machen sie halt keine gut. Frage. Ja, die warten 15. Und spielen das gut. Attacke holt sich. Killer-Dede ist raus. So, also ein kleiner Vorteil für das Team Red End. Ja, aber Crazy Doctor hat ja auch einen schönen Engel da gehabt und hat leider verpasst. Da kommen wir zurück, aber Attacke zieht ihn raus. Zweiter Kill von Attacke hier. Sehr schön. Oh, und Bele holt sich Kopfkiller. 5-2. 5-2, das sieht jetzt richtig gut aus für das Team von Red End. Ja, die machen das gerade stark, muss man sagen. Da muss jetzt Shiny und Srada müssen jetzt gucken, dass sie es regulieren, aber können sie nicht. Können sie nicht. Nur noch Srada jetzt. Oh, Srada gegen 5. Einer gegen 5. Ja, aber der kann das. Ja. Das ist halt die Frage. Ja, das sind zu viele. Der Spot, auf dem er sitzt, ist auch zu klein. Also da kann er nicht viel machen. Kann er nicht viel machen. Panaki. Flawless Round. Das ist sehr, sehr schön gespielt von Red End. Das haben sehr wir schön gut gemacht. Also, da haben sie sehr lange gewartet, sehr lange aufgebaut, aber es war wahrscheinlich auch genau das Match. Und hier dachte auch schon Getting Boosted, dass sie hier durch sind. Ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass sie jetzt einfach in 30 Sekunden so weggehauen werden. Ja, die haben das sehr schön gespielt. Manchmal brauchst du auch ein, zwei Runden, um mal zu gucken, wie reagiert der Gegner, wie bewegt sich der Gegner, was macht der Gegner, ist er aggressiv, ist er eher passiv.
Und wenn Fall. Du das alles analysiert hast, dann kannst du halt vernünftig arbeiten. Und das war auf jeden Fall eine richtig schöne Runde. Vielleicht noch eine Runde dauern bei beiden Teams und dann werden wir das schon wissen. Aber ihr bist jetzt gerade flawless rausgegangen. Also das ist schon, die haben wirklich schöne Angles gehabt und haben die einfach gut weggehauen. Ja. Da konnte jetzt Back to Copper nicht viel zu antworten. Ventilation Room Workshop ist auf jeden Fall der nächste Spot, den sich Back to Copper ausgesucht hat. Und jetzt werden wir mal sehen, ob sie das beiden Teams auch besser machen. Sixpack. Twitch und Valkyrie. Shiny Lead. Die Zahl, die nur Zocker verstehen. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. So. Dann bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt hier in der dritten Runde aufbauen. Vor allem waren sie auch am Anfang mit vier Mann oben. Haben sie aber dann Stück für Stück ja immer zurückgezogen, eben in der Runde. Da waren sie vielleicht einen Tacken zu passiv, weil sie dann natürlich auf dem einen oder anderen Spot geholt worden sind, wo sie vielleicht lieber oben einen Tacken aggressiver gewesen wären. Aber das, wie gesagt, es ist noch ein Beschnuppern. 1-1. Die Teams kennen sich vielleicht nicht. Ja, es ist Frankreich gegen Deutschland. Wir werden es sehen. Schön gesagt. Es wiederholt sich. Und dann geht es jetzt in die Attack von Red End, von den Jungs aus Frankreich. Die gehen auch gut voran, also die fackeln da auch nicht lange. Das muss man ganz klar sagen. Also die sind auch straight unterwegs hier. Ruckzuck geht hier die erste und zweite Wand auf und jetzt sitzen die hier schon im Hallway. Da sind die Jungs von Back to Copper vielleicht sogar noch am Arbeiten. Guck mal, wie schnell der quasi schon im Spot sitzt. Also das ist extrem. Ich weiß nicht, ich nicht mal, ob die das erwarten, dass der jetzt schon ist. Ja, aber der könnte jetzt hier planen, wenn er den Diffuser dabei hätte. Freunde, das muss man sich mal reinziehen. Das würden die Jungs hätten die gar nicht mitbekommen. Nee, nee. Jetzt kommt der Letzte erst nachgelaufen, ja, der vorgedroht hat. Attacco holt sich Crazy Doctor. Ja, und zwar richtig schön. Spot durchrennen. Ja. Ja, die, so. Und Bele holt sich Sada und hier hinten und wird jetzt auch noch Shiny geholt. Also das richtig tolles Spiel gerade. Das geht schnell, was die jetzt hier gerade machen. Also die wissen auch gerade gar nicht, was sie machen sollen. Also was passiert hier gerade? Ja, die gehen da rein, aber die planten halt nicht. Das ist das Einzige. Jetzt planten sie es. Also das muss ich sagen, ist ein heftiges Spiel von Red End. Es ist schnell, schnörkellos und voll in die Fresse. Und dann versuchst du noch deinen Bombspot wieder zu clearen, dann wirst du halt von hinten erschossen. Auch rausgezogen das und dann ist es auch nur schon noch wieder flawless. Und auch der kriegt wie heftig. Die Kurve nicht, ja. Also das muss ich sagen, was jetzt Red End da gemacht hat. Heftiges Spiel. Das ging voll in die Fresse. Also die beiden letzten Runden, die waren richtig schön gespielt. Und das, hier hat man ja auch richtig die Taktik dahinter gesehen. Die ist voll aufgegangen. Ist wahrscheinlich in dem Chat jetzt bei Back to Copper. Die sind schon am Bombspot. Wie, die sind am Bombspot? Bam, 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 bam. Das ist alle weg. Da war nichts also mehr zu holen. Nichts mehr zu sichern, nichts mehr zu holen. Das war schnell. Das war also aggressiv. Also das muss ich sagen. War ein sehr, sehr aggressives, schnelles Gameplay. Aber und, das gefällt dir doch. Das ist eigentlich das genau ist dein Gameplay. Ja, das ist eben das, ja. Immer rede die Olga. Ne, sehr schön. Krass. Avery Lockers Archive. 2-1 dementsprechend für die Jungs aus Frankreich, für Red End. Der Chat kann ja auch gerne mal schreiben, was er denkt. Also so predicted, wer hier diese Map holt. Wer euer Favorit ist, für wen ihr hier mitfiebert, schreibt gerne mal im Chat. Krass. Also. Schön, schnelle Runde. Ah, das gefällt mir auch, muss ich auch einfach sagen. Das ist einfach, ja, da kann man auch einfach gut zugucken. So, also, okay, danke, geil. Ja, man muss sagen, es wurde auf der einen Seite vorgedroht, ja, und dann wurde einfach nachgelaufen. Und dann, das hat so schnell, hat das jetzt keiner von Back to Copper irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass die da schon drinstehen. Der ist ja von hinten durchgepusht und stand auf einmal in den Bombspots drin. Also, der hätte keine auch Frage. Einfach blenden können, ohne einen zu erschießen. Der hätte sich alle gewundert, was jetzt passiert. Ja, keine Frage. Und ich meine. Du hast ja auch gesehen, der Letzte, als er losgerannt ist, das Spiel war ja schon im vollen Gange, als der Letzte, der davor gedroht hat, erstmal beim Spot überhaupt losgelaufen ist. Beim Spawn. Ja, das reicht ja auch, Mann. Ja, natürlich. Jemand, der vordroht, ist ja total wichtig. Ja, das sind immer meine Aufgaben, aber nie so viel Kills. Ja, aber ich muss sagen, das hat mir ein bisschen imponiert. Also, aber ich glaube auch nicht, dass sich das die Jungs von Back to Copper nochmal gefallen lassen. Also, das funktioniert einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob die Jungs von Red End eigentlich immer so spielen, weil das wäre natürlich krass, wenn die jetzt da schon wieder reinrennen und gucken. Das wäre schon heftig. Aber wir werden sehen. Wir werden es. Wir werden es safe sehen.
kann dich aktuell beruhigen, noch sind sie alle außer Haus. Ja, nochmal machst du das auch nicht. Also, wenn du so eine schnelle Runde spielst, das erwarten die doch jetzt. Die passen schon auf und jetzt kommst du ganz langsam. Jetzt machst du eine ganz andere Taktik auf. Genau richtig. Gefällt mir sehr, was Red End da spielt und Back to Copper wirkt aktuell überrascht. Ja, zumindest in der Runde jetzt, ja. Ja. Und Flawless eine Runde zu beenden ist halt auch, also, ne, wenn du eine Runde abgibst, ja, ist eine Sache. Aber zwei Flawless Rounds ist schon... Ja gut, ich gehe aber davon aus, dass das... Wir spielen es halt schon mit Taktik und Strada ist rausgenommen worden hier von Elevenur de Nube. Wenn das so überhaupt ausgesprochen wird, das weiß ich nicht. Aber du gibst dir Mühe und es klingt professionell, wie du sagst. Das klingt gut, gell? Ich wollte gerade sagen. Also es wird, es, egal wie, jeder kauft es dir ab. Oh, was ist denn da? Der ist AFK, Argo, Crazy Doctor. Crazy Doctor. Der war AFK, der hat sich gerade bewegt. Oh, Elevenur de Nube. Killer Dede wird geholt. Jetzt ist Killer, was ist denn hier los, oh, Freunde? Shiny holt sich Mele. Das ist wichtig. Wichtiger Kill. 4 gegen 2. Ah, Kopfkiller kann hier nicht hin. Aber es sind schon einige halt schon. Kopfkiller ist auch rausgenommen worden. Freunde, was passiert denn hier? Pandaki, packt sich doch Shiny ein. Was ist hier los? Leute, was ist das hier für ein Gameplay? 3-1. Red End geht voll nach vorne. Aber du kannst doch jetzt in so einem Match auch nicht AFK sein. kannst doch nicht AFK sein. Hat er sich nicht getraut rumzudrehen, hat sich gedacht, oh Mann, wenn ich mich rumdrehe, der kann ich jetzt nicht hingucken, das Übel kann ich jetzt gar nicht sehen. Nee, was ist das denn hier? 3-1, also sehr Popper verdient ganz, für Red ganz dringend ja. Gucken, dass sie da eine Lösung finden. Eieiei, also Red End, sehr verdient gerade auch diese Runde geholt. Ja, die spielen das straight, wie gesagt, schnörkellos ja. Und voll rein. Ihr schreibt auch gerade, Hydro war guter Push, ja. Eben, ja, jetzt nochmal. Sehr gut, das war ja jetzt kein Push. Aber, ja, nee, aber... Man muss schon sagen, die spielen es halt mit einem extrem guten Setup. Krass, ja? Also ja, ne? die wissen ganz genau, was sie da tun. Und das ist schon krass. Da ist die Prediction 7-6 und es gibt einen Rehoste. Werden wir sehen. Ja, weiß ich auch nicht. Doch. Ja. 3-1. Du siehst die Buns jetzt nicht mehr. Oh, nee. Muss den Stream auf. Keine Probleme. Das heißt, wir werden jetzt kurz rehosten. Das Spiel kennt sicher jeder, der mit Rainbow was zu tun hat. Dynamics-Car, vielen Dank dafür. Vielen Dank für dein Follow. Und auch vielen Dank an das Follow, was jetzt folgt, weil ich wechsle jetzt kurz rüber an 0706. Du weißt genau, wer gemeint ist. Vielen Dank dafür. So, also, wir müssen kurz rehosten. Jeder, der Rainbow kennt, kennt Rehosting. Du bist noch im Spiel drin? Na, du wartest noch. Rauszukommen. So. Ja, ich gucke gerade live selber im Stream, dass wir uns noch merken, wer da raus war. Wir sollten uns manche Dinge aufschreiben. Jetzt können wir das schöne Match nochmal sehen. Aber du kannst ja schon mal hier fertig machen. Wie ist dir welche Map? 3-1 für Red End und Red End ist blau. Kannst du die gleich machen? Musst du die jetzt machen? Nee. Ich kann die schon mal reinladen. Ja, das ist ein guter Plan. Das ist auch eine gute Funktion. Ach, das ist sogar noch viel besser, weil dann brauchen die gar nichts mehr machen. Das ist richtig gut. Ja, gefällt mir. Das gefällt dir, gell? Das ist gut. Das ja, ist alles, was das Leben erleichtert und Sinn macht. Das... Immer her damit. So, jetzt geht's los. Jetzt wird AFK geholt. ich guck gerade live selber im Stream, damit wir einfach nochmal safe sehen, welche Operatoren gebannt sind. Safety first sozusagen. Du kannst einfach mal ein Rot, Blau, Blau, Blau. War's? So, und jetzt guckst du hin. Operatoren folgen jetzt. Gott, gut gespielt, muss man einfach sagen. What the fuck, schreibst du? Ja, das war gut gespielt. Hier die Operatoren. Echo, dann haben wir Blackbeard und den Blitz. Wunderbar. So, also,
weiter kann der Spaß gehen, sozusagen. Hier wird schon geschätzt, ein Evox schätzt 7-6 für WTZ. Back to Copper, ja. Ja. Da geht der AFK, schreibt er. Ja, war er eben. Achso, ja, ja, der Spieler, ja, ja. 7-6 nach aktuellem Stand, wo es 3-1 für End, Red End steht. Ob dann 7-6 draus wird, schauen kann wir natürlich mal, alles aber, passieren. Sieht aber gerade sehr gut aus für Red End. Kann natürlich jetzt auch genau dieser Rehorst vorteilhaft für die Jungs von Back to Copper sagen. Keine Frage. Sich nochmal zu sammeln, nochmal kurz die 5 Minuten zu haben und sagen, ey, so können wir nicht weiterspielen, weil das wird dann nicht funktionieren. Ich bin da tierisch gespannt. Wie gesagt, steht 3-1 für Red End. Ja. Das sind die Jungs aus Frankreich und die machen das extrem gut. Und die Jungs von Back to Copper kriegen aktuell die PS, die 100 Pro unter der Haube haben. Ja. Gar keine Frage. Nicht auf die Straße. Kriegen nicht auf die Straße, ne? Kurz blöd, wenn die Reifen fehlen. Ja, da weiß ich nicht, ob die Reifen fehlen, aber aktuell müssen sie da nochmal nachjustieren. Da muss noch was passieren. Das können sie auch, das ist nicht die Frage. Ich glaube, ja, sie sind gerade wahrscheinlich in dem Moment selber überrascht, ist vielleicht der Rehost jetzt gar nicht schlecht gewesen. Der war ja auf Seiten von Red End. Sagen, wir waren ja in Düsseldorf zusammen auf den Siege Masters und 4 von diesen 5 Spielern haben wir da gesehen. Also, genau. Dass die spielen können, ist keine Frage. Völlig außer Frage. Wollen wir starten? Warten wir auf das eine Häkchen noch? Weil eigentlich ein Rehost, da würde ich nicht groß auf Häkchen warten, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da wichtig ist. Ja, warten noch. Da ist es. Wunderbar. Wir gehen wieder ins Spiel. Wir sind in der 5. Runde. Los geht's. Crazy Doctor Essen. Go for, Jungs, ihr wisst Bescheid. Das war dann wohl der Bandit eben. Ja. Gut, Leben am Limit, würde ich sagen. Kann man machen, ne? Kann man machen? Ja, da hat man jetzt wieder Energie. Ferroa, danke für den Follow. Das kann man schon machen, Bruder, aber da musst du jetzt ordentlich reinhalten, die Olga. Ja. Damit das wieder ausgleicht. Jetzt, ich wollte gerade sagen, wenn du das jetzt beweist, dann ist der Spruch okay. Ich meine, den Spruch hatten wir doch eben in unserer ersten Partie auch. Ja, ich meine. Bei Saphir. Ach, ich war doch am Handy am Schreiben. So. Jetzt bin ich dabei und auf einmal, was die dann losgelegt haben. Also, ob es jetzt an ihm lag, weiß ich nicht, aber die haben dann alles weggeholt. Ja, also die Jungs müssen jetzt generell gucken. Ja. Ja, also das ist ja, wie gesagt, deutscher Vertreter, das heißt, wir sind natürlich unparteiisch, aber ja. Ne? Ich hätte schon Bock drauf, dass die Jungs da ordentlich reinhalten. Also von daher, Arschbacken zusammenkneifen und dann nochmal los. So, wir gehen nochmal Armory Lockers Archive. Und jetzt müssen die Jungs von Back to Copper ordentlich Gas geben. Ordentlich. Ich glaube, das bekommen sie hin. Da bin ich auch völlig überzeugt von. Ist ja auch die letzte Runde jetzt in der Verteidigung. Danach geht es in den Angriff und vielleicht sind sie da auch stärker. Ja, das schon. Gut, das, genau, wer weiß das. Wie gesagt, wir hatten beide Teams noch nicht im Cast. Ja? Nee. Von daher. Schauen wir mal. Ich bemerke sie jetzt erst. Wir haben sie ja nicht auf Englisch umgestellt. Ja, Miss. Wie kann man eigentlich mit einer pinken Waffe rumlaufen? Bitte? Wie man mit einer pinken Waffe rumlaufen kann. So süß. Deswegen kann man damit rumlaufen. Ich verstehe. So, und jetzt geht's wieder los. Red End im Angriff. Und die sind schnell, die sind präzise. Und jetzt ist die Frage, wie präzise und schnell kann Back to Copper, ich will als White Tigers sagen, wie schnell kann Back to Copper da jetzt gegenarbeiten? Sag Getting Boosted. Nee, das ist einfach zu kompliziert. Ist viel komplizierter als Back to Copper. Ja. Okay. Mir gefällt das Logo von Back to Copper richtig gut. Das ist richtig mit Sinn und Verstand gemacht. Falls ihr gerade zuhört, einen guten Dude habt ihr da an der Hand für das Design. So, wir gucken mal. Killer Dede und Strada haben wir wieder unterwegs. Die kriegen aber jetzt erstmal noch keinen Kontakt. Aber Aktor ist hier schon am Fenster am Arbeiten. Und die anderen Jungs versuchen hier, ja, Strada, er probiert's auf die Distance. Und die Valkyrie ist auch schon gut lit. Oh, Kopfkiller ist rausgezogen worden. Er hat aber nicht mehr viel gehabt. Eleveur du Nub. Und jetzt geht's hier. Der eine rotiert hoch, der andere runter. Jetzt sind wir hier aber bei Strada. Eleveur du Nub packt sich auf Shiny. Und jetzt hier Strada mit dem Kill gegen Attacko.
Wichtiger, wichtiger Kill. 4-3. 4-3. Da muss noch einer fallen, damit wir irgendwo wieder einen Gleichstand haben. Nochmal nachgearbeitet. Aber die Jungs müssen arbeiten, also keine Frage. Das ist hier kein Selbstläufer. Die müssen hier wirklich schmitzen. Ja, Killer-Dede übernimmt jetzt hier. Srada ist schon in Jör. Oh, Killer-Dede. Schön geholt da. Recht. Oh, überall. Aber überall. Hier die Noob. Klärt. Und jetzt ist es nur noch Crazy Dog, der wird auch rausgezogen. 4-1. 4-1 für Red End, Freunde. Boah, also, das wird jetzt richtig schwer. Was die Jungs hier spielen, ist hart. Jetzt geht das in den Wechsel rein, aber jetzt musst du, jetzt hast du bald schon die ersten Matchbälle. Oh Mann. Also das ist eine Nummer, würde ich sagen. Aber wäre wieder Saphirbaum, ne? Aber die haben noch nicht mal Team. So, 4-1 für Red End. Also das ist ja schon mal eine Nummer. Das ist schon mal eine Nummer. Und jetzt, spätestens jetzt, muss Back to Copper Gas geben. Weil sonst haben wir hier direkt Matchbälle. Und die wollen sie mit Sicherheit nicht haben. Jäger, Legion, Ella, Valkyrie, Bandit gegen den Termite, IQ, Lion, Maverick und... Ich hab's nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen, Leute. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Attackers have located a bomb. Ja, also das ist eine Nummer. Die Jungs geben da ordentlich Gas. Muss man schon sagen. Also. Kann man auch nicht mehr zu sagen. Also die spielen das straight, richtig aggressiv und straight. Und ja, den Jungs von Back to Copper fällt da aktuell nichts zu ein, wo sie da irgendwie das Heft des Handelns da nochmal in die... Ja, das Heft des Handelns in die Hand nehmen können. Herzlichen Glückwunsch. GG, Bene. GG. Gut gespielt, mein Lieber, gut gespielt. Ja, it is sweaty. Aber du willst doch irgendwie nicht 3 Stunden zocken und hast dann, willst dann raus, ne? Du, nee. Wenn jetzt alles geben müssen. Aber jetzt... Es ist jetzt einfach echt schwierig. Wir haben schon gesehen, wie so Dinger gedreht wurden, aber... Keine Frage. Es ist einfach... Ich glaube auch nicht, dass das ein Problem... Also, dass das eine Frage des Könnens ist. Das ist es nicht. Sie haben aber eben keine Chancen, also keine Möglichkeiten gekriegt zu killen. Das hat mich. Also wirklich, diese Flawless Rounds, diese 3 waren es ja nachher. Das ist heftig. Also das ist. Da hast du auch. Ich glaube, da verlierst du auch schon erstmal nicht Mut, aber zumindest Bock. Christoph, auf jeden Fall haben die Jungs aus Frankreich sich heftig Respekt verschafft hier bei den Aber frag nicht. Copper. Und vielleicht sind sie da auch ein bisschen, ja, eigentlich will ich es nicht sagen, ist ein bisschen übertrieben, aber ja, Respekt. Also die haben jetzt ordentlich Respekt und die werden jetzt zweimal überlegen, bevor sie da irgendwie was machen. Ja. Ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal in der AFK geht, um zu essen oder Pipi zu machen, sondern die werden jetzt versuchen hier mit aller Mann Stärke irgendwie, oh, das sieht doch schon mal gut aus. Und der ist schon mal raus. Crazy Doctor gegen Attack. 4-5. Wichtig, dass man mal mit dem... Ah, da kommt auch schon der Nächste. Wichtig, dass man aber mal mit einem... Ah, guck mal da. Schön, Killer-Dene. Schönes Ding dagegen. Oh, der Nächste fällt auch. Guck mal hier. 2-5. Crazy Doctor gegen Oliver. Jetzt sind sie aber da, Jungs. Jetzt geht's aber ab. Sind sie vielleicht in der Verteidigung einfach nicht? Haben sie nicht die Strats für Verteidigung? Ah, das glaube ich eher nicht. Der Angriff gerade besser. Ja, das mag sein. Aber ich glaube nicht, dass es an den Strats liegt. Sondern die Strats haben die schon für alles. Aber manchmal bist du einfach... Klappt halt def nicht, ne? Dann... Red Bele gegen Srada. Oh, aber hier Ding, Shiny gegen Bele, der ist sofort platt. Und jetzt ist es nur noch die Ella. Allein, Panagi. Gegen 4. Oh, kann da schön Shiny ziehen. Kriegt aber den Reflex von Kopfkiller. 4-2, immer noch für Red End. Aber Copper ist wieder da. Ist wieder da und ein bisschen aufgeholt. Ja, Pranks Boy, schön, dass du auch da bist. Tschüss, Back to Copper schreibt er. Warten wir es noch ab, aber es sieht aktuell sehr gut aus für Red End. Das muss man sagen. Friedrich ist wieder zurück, das freut uns natürlich sehr. Schön, dass du wieder da bist. Ich halte als mein Daumen in die Kamera und hier ist niemand. Ich weiß. Es ist echt. Tut mir leid für dich. Aber das Lichtchen leuchtet ja auch von der Kamera. Das verwirrt einen. Das müsste. Ach. Ist ja auch generell leicht verwirrt.
Ja, das stimmt schon. Ich bin was Besonderes und so. Weißt du, wie das ist? Selbsterkenntnis und so. Ja. Aber das war eine sehr schöne Runde. Und die konnten es auch gerade mal wieder beweisen, dass sie können es. Das ist nicht das Problem. Ja, ja. Nein, es muss halt nur abgerufen werden zur richtigen Zeit. Und genau. Natürlich, also die anderen, wie sie da vorhin die Runde reingestürmt sind, damit hat niemand gerechnet. Da kam niemand drauf klar. Nee, das war schon. Aber jetzt, wie der eine gelockt wird, ne, und dann geht er nach vorne und wird aber rechts von der Seite geholt. Hier. Jurassic Park Raptoren-mäßig, ne? Man jagt immer im Rudel. Das war sehr, sehr schön. Das, genau. Du siehst ihn vor dir, aber die, die dich angreifen, sind die von der Seite. Ja. Köstlich, dieser Andi heute. Man muss Vergleiche bringen. Ich fand ihn gut. Der war auch gut, der war zweifelsohne. Der hat mir sofort ein Bild gemalt. Ich kann dir auch gleich mal ein Bild malen. Schönes Bild. Okay, ich geh hoch. Und mal's. Abpause. Hast du oder? Ja, hallo, Max One Aim und Eros, vielen Dank fürs Follow. Ab ins Spiel. So, wir gehen nicht nur ab ins Spiel, wir gehen ab in die Attack von Back to Copper. Auf jeden Fall direkt schon Druck geben, von vornherein. Muss. Immer rein, die Olga da. Ja, es ist halt auch wichtig. Da wird jetzt ordentlich gedroht. Also du siehst, da wird jetzt nicht zwei mehr rumgemacht und ein bisschen Spaß gemacht, sondern die haben jetzt gesagt, ja. Okay, komm, dann halt Vollgas. Ob das dann jetzt noch reicht, ist halt immer auch eine andere Sache. Natürlich. Ne? Aber man macht hier keine Faxen mehr. Also man geht hier nichts mehr essen, sondern jetzt... Wird gesweatet. Essen, genau. Also was wir heute schon gelesen haben, ist echt... Na gut, aber wenn die dann nicht durchgekriegt seit 4 Uhr spielen, dann musst du abends immer futtern. Ne? Klar musst du, ist keine Frage. Max Aim, hallo. Und Red Ant hatte ja auch Zeit. Die hatten... Ja, geil. Geil. GG für uns. Im letzten Spiel war es genau im Matchball. Aber hier ist es jetzt mal zum Glück ein bisschen vorher. Wir joinen kurz wieder rein. Ich meine, was man sagen muss... Hauptsächlich fliegt eigentlich nur der Spectator. Toll. Aber es ist für uns halt trotzdem scheiße, oder? Klar, fürs Spiel, das Spiel läuft weiter, aber für uns ist schon scheiße, muss man sagen. Na gut, eben ist ja auch schon ein Spieler geflogen. Also aber es hatten wir schon lange nicht mehr, dass ein Spieler geflogen ist und wir einen Rehost machen mussten. Also meistens sind es eigentlich wir, die fliegen. Das ist doch scheiße, Mann. Natürlich ist das scheiße. Das ist scheiße, Mann. Aber wir sind, denke ich, auch gleich schon wieder drin. Geiles Match, das freut mich sehr. Freut mich auch, dass Back to Cover jetzt wieder ein bisschen da ist, aber gut, es war eine Runde. Sehen wir die zweite. Kann auch sein, dass jetzt einfach hier die Red End gesagt haben, wisst du was? Jetzt müssen wir gleich noch ein bisschen länger spielen heute Abend. Wir können auch mal ein bisschen runtergehen. Das glaube ich nicht. Du musst ja durchhalten. Zur Not die ganze Nacht. Nee, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ab 23 Uhr können sie auf morgen. Kann man sagen, auf morgen, ne? Mhm. Ja, ich sag mal, das. Ich kann es jetzt schwer einschätzen, weil ich die richtige oder die reale Stärke von beiden Teams nicht zu 100% einschätzen kann. Ich weiß, also ich kenne namentlich ein paar Spieler von Back to Copper, ja, und weiß, dass die halt gut sind. Die haben die Siege Masters gewonnen, zumindest ein Teil von denen. Und der andere Teil von denen hat im Finale halt auch gespielt und hat halt nicht gewonnen, aber die waren trotzdem da. Also, nee, keine Frage. Die sind safe gut. Die Frage ist, wie ist die Kluft zwischen Deutschland und Frankreich? Oh, und so, wenn die jetzt mal das sieht aber gerade gut aus. 3-1. Ja, also, Back to Copper hat jetzt noch 20 Sekunden und ist alleine. Holt aber noch einen 1 gegen 2. Aber trotzdem, du musst ja noch planten. Wie will er jetzt bis da hochkommen? Ja, zwei. Gut, er muss jetzt zwei Leute holen. Er muss auf Kill gehen. Und jetzt die Frage, ob halt. Sie wissen halt genau, wo er kommt. 9 Sekunden. Klar, du kannst jetzt darüber schießend. Da kannst du ja nichts machen. Und somit haben wir Matchball. 5-2 für Red Ant. Und das sieht gerade sehr gut aus für die Franzosen. Ja. Muss man sagen. Ja. Sehr, sehr schön gespielt. Die Runden da vorhin auch verdient gewonnen. Hier kann ich es jetzt nicht sagen, aber ich denke mal, wenn man nachher 4-1 da noch ist, oder 4-3, ist es auch irgendwo verdient erspielt. We will see.
muss jetzt was kommen. Wenn ich jetzt wandern. Wenn ich jetzt wandern. Jäger, Valkyrie, Pulse und Castle mit Bandit. Werden sie jetzt letztmalig vielleicht gegen Snatch, Buck, Maverick, Termite und den Lion aufnehmen? Und dann ist die Frage. Ob wir hier noch ein paar Runden sehen, ob Back to Copper nochmal zurückkommen kann. Oder ob jetzt hier die Jungs aus Frankreich den Deckel drauf machen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir dieses Match auch noch erleben heute. Die haben gerade erst angefangen. Haben die geschrieben? Hier wurde das gerade erst beendet, das Match. Vor 7 Minuten kam diese Nachricht. Das heißt im Grunde, die sind jetzt gerade erst. Die haben noch nicht mal eine Map gebannt. Ja, kannst fast. 10 Sekunden left. Aber jetzt, ich hoffe ja, dass das Ding hier noch ein bisschen geht. Also, dass die Jungs von Back to Copper hier jetzt noch ordentlich reinhalten in die Olga. Und dass sie da nochmal ein Stoppschild setzen, ne? Für die Jungs aus Frankreich. Aber das werden wir sehen. Und zwar jetzt. Wir werden es sehen. Das sagst du schon genau richtig. Oh, da kann er schön hinsetzen, aber dass er da nicht gestorben ist. Der, oh, da kommt er auch wieder raus. Also Shinies hat die Arbeit. Der braucht da Unterstützung. Ich weiß nicht, inwieweit sie ihm da helfen kann. Lizzie und Shiny kommen jetzt über die Stress. Ja, sie versuchen es halt relativ vorsichtig jetzt, ne? Sie gucken sich alles genau an. Alles, jeden aber Fehler, den er halt jetzt macht. Der ist noch im Büro drin, der sitzt da noch und wartet. Er hat clever verschoben und wartet jetzt hier, bis die Jungs sich sicher fühlen und wird dann wieder in das Geschehen einsteigen. Genauso wie Bele hier auf dem Midstairs. Das wird aber jetzt schwierig. Also jeden Fehler, den du jetzt machst, der wird sofort hart bestraft. Ich meine, da hat schon wieder jemand Half-Life. Guck mal, Shiny hat das sieht sich, ne? Und das ist halt gefährlich. Und da ist er schon. Attacko jetzt, schau mal. Oh, beide. Oh, knapp. Wie lustig beide gerade so verschoben hatten. Oh je, und doch mal so verschoben. Ja. Und da kommt er wieder raus. Und da kann er ihn gehen. Shiny gönnt sich hier Attacko. Gut gegen gemacht. 4 gegen 5. Oh, 3 gegen 5. Wichtig. Ja, das machen sie jetzt gut, die Jungs. Aber müssen sie auch. Jeder Fehler ist jetzt hier der Knockout. Attackers have located a bomb. Da war er. Crazy Doctor aber gegen Elever Dunu. 2 gegen 5. Die Runde sieht sehr gut aus. Bele kann nochmal nachkommen. Bele hat aber echt viele Kills. Muss man sagen. Killer Dede weg. 2 gegen 4. Ja, noch 40 Sekunden. Den Linescan an. Kann er ihn da rausziehen? Nein, er muss nochmal zurückfahren. Aber er hat gut erwischt. Da ist ein schönes Ding, Kopfkiller gegen Panaki. 1 gegen 4 und der andere ist auch geholt. Damit holt sich's gerade noch Fehler. 5 zu 3, genau. Für Red Ant. Ja, wichtig. Trotzdem, wir haben noch mindestens 2 Matchbälle. Ja, die Jungs müssen jetzt straight dadurch weiterarbeiten. Also die dürfen jetzt nicht noch einen Fehler machen. Sondern die müssen sich jetzt Runde für Runde den Skype des Gegners holen, um so nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Keine Frage. Keine Frage. Aber es ist ein gutes Match. Gefällt mir. Sind 2 mächtige Teams. Klar, Red Ant, wir kennen es nicht. Aus dem nahegelegenen Frankreich haben wir keine Ahnung von. Muss man so sagen. Die spielen richtig tolles Rainbow. Jo. Und Back to Copper kennen wir. Ja, gut. Da wissen wir einfach, dass sie richtig gutes Rainbow spielen. Das ist ja, glaube ich, so ein Mixed Martial Arts Team. Wir hatten sie ja auch noch nicht im Cast. Also mich würde auch mal interessieren, wenn beide in Stammbesetzung. Alles unter Vorbehalt, weil, ne? Aber
Und das in Stammbesetzung, ich glaube, es ist ja halb White Tigers mit halb Back to Copper irgendwie so gemischt, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und, Siege Masters, da hat ja im Grunde White Tigers unter Orbital Gaming gegen Back to Copper gespielt. Genau. Und da stand Orbital Gaming so straight vorne, dass man gesagt hat, okay, die holen sich das jetzt so schnell. Und dann kam Back to Copper hinten raus nochmal und dann wurde es so ein spannendes Match nachher. Richtig geil. Also, da ist alles drin. Back to Copper kann auch nochmal hinten rauskommen. Ja, das kann. Da kennen die. Das können dürfen die. Halt nur jetzt keinen Fehler machen. Nee. Das ist halt die Gefahr, wenn du halt 5-3 hast jetzt. Ich meine, klar, du bist irgendwo dran, aber irgendwie ist es auch ruckzuck vorbei. Wenn du jetzt auf dem Best of 3 wärst, dann kannst du sagen, okay, komm, vielleicht gibst du die Map ab, ist egal. Aber hast dann noch ein bisschen. Aber hier bei Best of 1 ist es halt so, wenn du jetzt die Runde verschissen hast, dann bist du raus, dann ist vorbei, dann ist rum. Und dann kannst du halt sagen, ja, scheiße. Das war jetzt die ersten drei Runden nicht so gut, da hätten wir aufpassen müssen. Oder die Runde haben wir verschenkt, die Runde haben wir verschenkt. Auf jeden Fall. Ja, muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass Jungs aus Frankreich das auch extrem stark gespielt haben, gerade in ihren Angriffsrunden. Meine Frau. Ja, wo sie da die Pushs hatten, wo sie einfach straight reingegangen sind und gesagt haben, ey komm, das respektlos volle Karte drauf. Ja. Und jetzt müssen sie halt gucken, von Back to Copper das ausbügeln. Auf jeden Fall. Und wenn sie ruhig spielen, können sie das auch. Aber Best of One, das ist ja das Gemeine daran. Im Grunde, wenn du die Phase als erstes kriegst, die du am besten beherrschst. Keine Ahnung, du bist sehr gut in der Verteidigung. Ah, und darfst damit anfangen. Richtiger Kill. Dann stehst du schon gut vorne. Wenn du hier in einen 4-1 einen Seitenwechsel gehst oder einen 5-0, hast du schon gute Karten halt, ne? Naja, das war jetzt ein sehr bitterer und wichtiger Kill, Spawn-Peaker. Ja, da weiß ich nicht, leider nicht gesehen. Ja, das ist halt ein Spieler, den verlierst du nicht gerne, ja. Nee. Gucken wir mal, ob noch irgendwo hier. Die anderen haben noch nichts abbekommen. Aber nö, die stehen halt auch einfach nur noch, ne? Also die haben ja keinen Need. Die wissen ganz genau, okay, komm, wir lassen die jetzt mal kommen. Gucken dann, wir vertrauen auf unsere 1 gegen 1 Fähigkeiten und schauen dann mal, ob es reicht. Und bisher klappt das ganz gut. Sie haben sich auch so positioniert, dass sie halt nicht vielleicht auf den Hotspots sitzen, sondern halt irgendwo ein bisschen daneben dran. Und die Jungs von Back to Copper sind halt jetzt hier erstmal am Drohnen und machen Aufklärung, versuchen irgendwie einen Weg zu finden, die Jungs da noch zu knacken. Ja, Killer Dede droppt auf jeden Fall aggressiv jetzt. Die Zeit verrinnt und es passiert im Endeffekt nichts. Ja, weil man sich da einfach nicht sicher ist. Man droht nochmal nach, man guckt nochmal hier, man guckt nochmal da. Aber im Endeffekt kriegt man da. Ja, doch, schönes Ding. Oh, Crazy Doctor oh, Killer mit Doppelfrags. Direkt. Oh, drei da geht gegen Crazy Doctor nochmal ordentlich rein da. Und was die da verteilen und können, der liegt. Er weiß natürlich nicht, dass er liegt, aber holt ihn trotzdem raus. Okay. Jetzt haben wir noch 2 gegen 4. Oh, Killer Dede mit raus. Nee, Crazy Doctor mit raus. 2 gegen 3. Da, richtig schön im Rücken. Guck mal, ich fieber schon mit. Ich sag ihm schon mal. Da, das ist auch keine gute Idee. Schönes Ding, Panaki. Gönnt sich Kopfkiller hier. 2 und jetzt. 2 gegen 2. Stand so gut für sie. Und jetzt rechts neben dir. Oh, sieht er nicht. Hat er auch nicht gesehen. 2 gegen 1. Sie haben jetzt zu schnell gespielt. Sie Panaki gönnt sich alle. Das war's. Back to Copper ist ausgeschieden. Und Red Ant ist verdient weiter. Sie standen 4-2 Grad vorne und hatten auf einmal Panik bekommen. Die Kills sind alle nur durch schnell, schnell, husch, husch, husch passiert. Ja. Das war jetzt verdient verloren. So leid es mir tut für Back to Copper, aber da war jetzt Red Ant einfach taktisch besser. Also wie du schon sagst, du hast das richtig analysiert. In der letzten Runde sah es eigentlich ganz gut aus. Und dann haben sie halt in den entscheidenden Phasen waren sie zu unvorsichtig, zu schnell? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, da haben sie nicht genau gewusst, wo der Gegner steht, haben dann die 1 gegen 1 alle verloren nacheinander. Und dann war es das leider. Schade, aber so ist es nun mal. Trotzdem GG an beide Teams. Das haben sie gut gemacht. Auf jeden Fall.
Ich habe jetzt hier gerade nochmal in den Baum geguckt, in den Turnierbaum. Und ich glaube, wir werden heute, vielen Dank für das Follow. Thank you. Ich denke, wir werden heute hier kein Match mehr sehen. Das hat schon angefangen. Das dauert also noch. Hier wissen wir nichts. Das dauert also noch. Hier wissen wir nichts. Das dauert also noch. Und hier genauso. Vielen Dank auch für dieses Follow. Dankeschön. Thank you. Ich glaube also, somit sind wir heute leider raus. Denn bis das nächste Match beginnt, ist knapp vor 23 Uhr und dann entscheiden sich eventuelle Teams noch auf morgen. Auf jeden Fall das Halbfinale, Finale wird morgen stattfinden, so wie es aussieht. Ja, hat sich alles ganz schön gezogen heute, muss man sagen, weil es auch viele Teams waren in der Anmeldephase, dementsprechend hat sich das alles ein bisschen verschoben. Wir haben jetzt auch viel Learning rausgezogen für die nächsten Male. Also wir werden mal gucken, wie wir die nächsten Male machen. Ich denke, wir werden entweder mehr Pausen machen oder es versuchen, schneller hintereinander Matches zu kriegen. Das wird aber, glaube ich, nicht so einfach sein. Das heißt, wir werden schneller mal jemand worüber hosten oder vielleicht einfach sagen, wir picken uns ein oder zwei Spiele raus am Abend. Mit einer Pause dazwischen, wo wir noch was anderes machen dazwischen. Das auch interessanter ist für euch, denn das Warten heute war für uns blöd und ich denke auch für euch. Ja, wir haben jetzt zwei Spiele gecastet, die gingen relativ, waren gute Spiele. Genau. Ja, aber gingen relativ schnell rein. Aber wir sitzen hier im Grunde seit 18 Uhr, seit 4 Stunden. Wir sitzen jetzt hier seit 4 Stunden und haben, zwei One-Mapper gespielt. Zwei One-Mapper gecastet, so, das ist, Aber das war unser erstes Go4. Vielen Dank, dass ihr uns da mit begleitet habt. Wir haben hier viel rausgelernt und es macht uns auch einen großen Spaß und sowas, aber wir werden gucken, dass wir das für uns und für euch interessanter machen, denn wir machen es aus unserem Hobby, aus unserem Spaß heraus und euch wollen wir damit einen Spaß machen. Schön gesagt, oder? Somit gehen wir heute offline. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir sehen uns spätestens am Mittwoch. Da geht's wieder weiter. Da geht's weiter. Aber Freunde, ich bin Bene. Das ist Andi. Zusammen, you know, Game Catering. Macht's gut. So, let's Adios. Bye-bye. Bye-bye.